Ja, hallo, liebe YouTube-Freunde, da sind wir mal wieder. Wir haben mal wieder einen VW T-Roc da. Ihr kennt ja unsere Videos schon, wo wir uns ganz explizit mit dem Thema auseinandergesetzt haben, Navigation in dem Auto. Heute in diesem Video zeigen wir euch, wie wir Lautsprecher und Verstärker in dem Wagen machen. Ja, für uns ist natürlich ganz, ganz wichtig, was kommt denn eigentlich aus so einem VW-Werksradio raus? Deswegen haben wir uns hier so ein kleines mobiles Messlabor aufgebaut, weil wir leider die Head Units nicht außerhalb des Fahrzeuges betreiben können. Deswegen müssen wir alles, was wir dafür brauchen, zurück ins Auto nehmen. Hier haben wir unsere kleine Messbox, hier haben wir unseren Laptop und das Ganze mal grafisch dargestellt. Als allererstes interessiert uns, wann verzerrt denn eigentlich so ein Volkswagen-Gerät? Und wie viel Dampf hat es? Wir nehmen exemplarisch mal den linken Kanal. Alle anderen haben wir schon gemessen. Jetzt sieht man hier, ne, wenn ich das aufdrehe, dann wird die Sinuskurve größer, 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 größer. So, und jetzt habe ich Rechtsanschlag aufgedreht. Ja, also das ist das, was das Radio maximal zu leisten imstande ist. Es gibt jetzt gute und schlechte Nachrichten in dem Zusammenhang. Das Radio macht selbst bei Rechtsanschlag faktisch keine Verzerrungen. Es macht 11,5 Watt Ausgangsleistung, das ist auch etwa auf allen Kanälen das gleiche. Hinten kurioserweise ein bisschen mehr wie vorne, aber das seht ihr in den Grafiken, die ich parallel laufen lasse. Aber, und das ist halt wieder die andere Seite der Medaille, wenn man jetzt halt hier so ein paar Klicks zurückdreht, man sieht, es passiert rein gar nichts in der Lautstärke. Und das ist der tolle Limiter, den ihr halt auch kennt. So, jetzt passiert erst was, ne? Das heißt, das letzte Viertel, was ihr an dem Volkswagen-Radio regeln könnt, ihr könnt da zwar regeln, aber es ist nur eine grafische Anzeige. Es passiert nichts mehr. Und wenn man das halt in Berücksichtigung zieht, 11 Watt pro Lautsprecher in etwa, so viel ist es nicht. Das ist die eine Sache. Die andere Geschichte ist das Thema Frequenzverlauf. Da stellen wir hier mal kurz ein paar Sachen um. Da drauf und einen anderen Track brauchen wir dann noch mal. So, zack. Und dann hier noch mal verstellen. So. Ich mache das mal in Pause, dann zappelt das nicht so viel. Zack. So. Das ist der Frequenzverlauf des vorderen linken Kanals. Jetzt seht ihr hier, das ist der Hochtonbereich, hier hinten ist der Bassbereich. Und jetzt sehen wir hier halt eine wunderschöne Berg- und Talfahrt. Wir haben, ich muss kurz gucken, so zwischen 180 und 400 Hertz haben wir eine Senke drin. Zwischen 1 Kilohertz, 2 Kilohertz haben wir eine Senke. Dann haben wir hier nochmal eine ordentliche Senke im Hochtonbereich. Und ab 12 bis 20 Kilohertz, das wäre aber noch verschmerzbar, kippt es halt drastisch weg. Bassbereich, ja, man kann eigentlich sagen, ab 70 Hertz bis hinten runter lässt das Ding halt gewaltig nach. Ne? Für uns ist halt wichtig, dieser Sprung halt immer. Ne? Hier haben wir minus 60, minus 50, minus 40. Das heißt, die Skalierung gibt mir an, wie viele dB Unterschied sind das denn? Und wenn wir hier einfach mal sagen, okay, zwischen 30 Hertz, wo halt Bass immer noch passiert, und 70 Hertz, dazwischen haben wir einen Versatz von guten 8 Dezibel. 8 Dezibel ist verdammt viel. Elektrisch betrachtet reden wir bei 3 Dezibel immer über eine Lautstärkeverdoppelung. Das heißt, minus 8 dB heißt halt, im Bassbereich nimmt Volkswagen uns schon 250% Pi mal Auge gesehen weg. Das ist ein Problem, weil wir können, wenn wir ohne Prozessortechnik arbeiten, nur aus diesem Frequenzgang einen lauteren Frequenzgang machen. Sprich, wir wissen im Grunde genommen gar nicht, was wir da halt am Ende mit dem Mikrofon messen, ob das ein akustisches oder ein elektrisches Problem ist. Das ist der Grund, warum Prozessortechnik ganz, ganz wichtig ist. Perverserweise, auch das seht ihr in den Grafiken, vorne und hinten sind ein bisschen anders. Hinten ist der Bassanteil größer, dafür der Hochton nicht ganz so, naja, gut funktionierend. Ich vermute mal, dass Volkswagen das halt im Falle vom T-Roc extra so gemacht hat, weil hinten in der Tür ja nur so ein Breitbandlautsprecher sitzt ohne Hochtöner. Und da werden die wahrscheinlich den Frequenzgang nochmal speziell angepasst haben. Ja, das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Wir werden nochmal versuchen, im Laufe der Videothematik euch zu zeigen, wie ein geglättetes Signal aussieht, nachdem der Prozessor dran war, damit ihr wirklich mal einen 1:1-Vergleich dann halt wirklich am Ende auch habt und auch seht, dass das was bringt. Spätestens wenn ihr es selber hört, werdet ihr merken, dass das halt was bringt. Okay.
Das ist die technische Grundsituation, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und jetzt gehen wir das Thema an, wie wir das besser machen. Wir haben natürlich den großen Vorteil, neue Geräte, die nicht von Volkswagen kommen, kann man spitze an der Werkbank aufbauen. Das heißt, wir müssen nicht unser ganzes Messequipment mit ins Auto schleppen. Wie ihr vielleicht gesehen habt, bieten wir in unserem Online-Shop auch die Möglichkeit der Navigationsaufrüstung an für den T-Roc. Wir haben jetzt mal das Gerät, was wir dafür verwenden. Das haben wir jetzt mal hier auf der Werkbank aufgestellt. Nur um grundsätzlich mal zu schauen, okay, wie funktioniert denn das Ding von der Akustik her? Was es technisch genau kann, könnt ihr in einem anderen Video sehen. Den Link dazu findet ihr auch in dieser Videobeschreibung. So, wir haben jetzt hier mal wieder gleichen Ton angemacht, Oszilloskop aufgeschmissen. Ja, wir sehen jetzt, wir haben ein wunderschönes Signal, nicht verzerrt. Ne, wir haben hier 0,2% Verzerrungen, alles cool. Ne? Und jetzt sehen wir hier auch wieder exemplarisch mal einen Kanal gemessen, 36 Watt Leistung anliegend. So, wir haben jetzt bei dem Original-Volkswagen-Gerät euch ja erzählt gehabt, da sind wir so etwa bei 11,5, 12 Watt Leistung. Sprich, wenn ihr das Gerät einfach nur tauscht und ihr sagt, ihr habt gar keine Lust auf unseren Verstärker, sondern lieber nur das Radio, weil ihr vielleicht auch gar keine Navigation habt, dann könnt ihr durch den Tausch des Radios die Leistung in etwa verdreifachen. Natürlich steigert sich die Lautstärke nicht um Faktor 3, das muss man so sagen, weil Lautstärke zu Leistung, das steigert sich leider im Quadrat. Aber es wäre natürlich eine blanke Lüge, wenn man sagen würde, man hört es nicht trotzdem. Dreimal so viel Leistung bekommst du mit am Ohr. Was uns jetzt nochmal interessiert, wie sieht es denn aus mit der Linearität des Signals? Da würde ich jetzt nochmal einen anderen Track anmachen. Mal gucken, wo wir den haben. Da war er. Und dann gucken wir uns mal die Linearität an. Dann stellen wir das hier mal um. Spektrum fertig. So. Ich mache es mal wieder in den Pause-Modus, dass nicht so viel zappelt. So, Pause. Und jetzt seht ihr hier, quasi wie an der Schnur gezogen. Das Einzige, was das Gerät macht, ist, dass es hinten im Tiefbassbereich einen Hauch Push drin hat, damit es quasi untenrum ein bisschen fülliger klingt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass einige Geräte das halt machen, um, nenn es jetzt mal, der Bassschwäche eines Werkschassis dort ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Aber das ist natürlich halt ganz, ganz, ganz brutal der Unterschied im Vergleich zu dem Original-Volkswagen-Gerät, dass wir nicht einfach nur mehr Leistung haben, sondern wir haben komplett lineares Signal. Das heißt, wir müssen nicht mehr auskorrigieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit Verstärkertechnik reingehen, können wir da komplett loslegen, neu korrigieren, Laufzeit und so weiter. Wobei das Gerät das tendenziell halt auch schon hat. Nichtsdestotrotz macht der Verstärker Sinn, weil Leistung ist nur eine Zahl. Wie sie am Ende umgesetzt wird, mit wie viel Dämpfungsfaktor, wie viele Korrekturmöglichkeiten ich habe und so weiter und so fort. Da gibt es immer Unterschiede zwischen einem Autoradio und einem anständigen Verstärker, was man in Zahlen nur sehr schwer oder unzureichend zeigen kann. Aber das ist schon mal ein schönes Zeichen, was mit einem anderen Gerät technisch durchaus geht. Ja, alles klar. Also hier können wir wieder abbauen und dann gehen wir wieder zurück ans Auto, würde ich sagen. So, was interessiert uns denn noch außer dem elektrischen Frequenzgang des Originalradios? Einfach ausgedrückt, der akustische Frequenzgang des Seriensystems, wenn wir es mit einem Mikrofon messen, also das, was faktisch bei euren Ohren tatsächlich ankommt. Das habe ich jetzt gerade mal gemacht, ja, und das ist das Endergebnis davon. Ihr erinnert euch dran, wir haben hinten raus eine Bassschwäche elektrisch gemessen, wir haben halt auch so eine Senke gemessen. Wir können das akustisch durchaus so bestätigen. Die türkise Linie wäre quasi die Referenz. Das heißt, entweder sagen wir, der untere Mittelton und der Oberbassbereich sind zu leise oder der Hochtonbereich ist zu laut. Das ist egal, wie du es drehst und wendest. Auf jeden Fall haben wir da eine deutliche Diskrepanz drin. Und unterhalb von 50 Hertz sieht es nicht so gut aus. Wundert mich allerdings auch nicht, weil ohne Subwoofer wird das natürlich halt auch schwer, beziehungsweise über Membranfläche. Das ist aber gar nicht so tragisch, weil unter 50 Hertz in normaler Musik findet sowieso nicht so super viel statt. Da ein bisschen mehr wäre okay, aber da muss halt nicht brutal durchziehen. Das ist jetzt die Grundlage, mit der wir arbeiten. Das heißt, wir versuchen das schöner an die Referenz ranzukriegen. Also im Speziellen diesen Buckel halt herauszubekommen und dann angepasst an die
typischen deutschen Hörgewohnheiten. Ein Spritzer mehr Hochton im Superhochtonbereich und vielleicht ein bisschen mehr Bass, damit das Ganze halt ein bisschen konturierter wirkt. Das wäre so die Idee, wie das Ganze am Ende aussehen soll. Das ist jetzt der akustische Fakt. Wir fangen jetzt erstmal an, Kabel reinzustricken in das Auto. Auseinandergenommen ist er ja soweit. Und wenn der Verstärker dran ist, dann können wir uns mal erstmal anschauen, bringt der Verstärker elektrisch überhaupt was? Ja. Ja, wir wollen euch nochmal ganz fix zeigen, wie ihr die Radioeinheit bzw. das Display im Armaturenbrett herausbekommt. Wenn ihr das Umgebungsteil abhabt, und keine Angst, das sitzt wirklich brutal fest, ja, also ihr brecht es schon nicht durch, aber es ist echt hart drin. Also danke Volkswagen an der Stelle dafür. Ihr braucht ein spezielles Ausbauwerkzeug dafür. Das sieht so aus. Dieses Werkzeug, das bekommt ihr von uns in der Lieferung mit 4 Stück. Warum 4? Zeige ich euch. Ihr habt hier unten so Einschübe. Da. So, ne, habt ihr gehört? Das rastet da. Hier auch. Auf der Oberseite, ganz interessant, muss dieser Haken nach außen gerichtet werden. Also genau andersrum, wie das auf der Unterseite der Fall ist. Na. Da, zack. So, und der letzte. So, jetzt habt ihr die alle drin. Und jetzt kann man hier das Teil so heraushaken. So. So. Und jetzt sieht man hier auch, wie das Prinzip funktioniert. Ne? Das heißt, ihr habt hier so einen Schnapper. Ich nehme den nochmal raus. So. Ne? Diesen Schnapper. Und wenn ihr so reinschiebt, so. Dann haltet ihr den zurück. Und so geht das ganze Ding raus. Ja, das Prinzip, wie ihr das Display herausbekommt. Ja, dann können wir doch auch schon anfangen, das Kabel von der Head Unit Richtung Verstärker zu verlegen. Wenn wir den Verstärker unter dem Fahrersitz bauen wollen, müssen wir die Rückbank rausnehmen. Klingt doof, ist aber so. Ich zeige euch jetzt, warum das so ist. Erstmal ausbauen. Ne? Ihr müsst diese 4 Isofix-Halterungen, die sitzen hier so drin, die könnt ihr quasi aus dem Polster so nach vorne rausziehen. Wenn ihr die alle 4 draußen habt, dann sind hier quasi so Spangen vorne dran. Da könnt ihr einmal hier entriegeln. So, zack. Ich kriege mal hier so ein bisschen rein. So. Dann könnt ihr hier auch noch mal entriegeln. Und dann kann man die Rückbank so und hier so, zack, kann man jetzt quasi herausnehmen. So, ich nehme sie mal nicht ganz raus, ist jetzt gar nicht notwendig, ich lasse mal so drin. Aber jetzt seht ihr, warum wir die rausnehmen müssen. Wir müssen nämlich diesen Pöppel hier, den müssen wir noch rausnehmen. Da kann man auch einfach hier dran ziehen, dann hat man den schon in der Hand. Aber wenn ihr den nicht rausnehmt, kriegt ihr die Fußleiste nicht raus. Wenn wir die Fußleiste nicht rausnehmen, dann kriegen wir vorne die A-Säulenverkleidung nicht raus. Ja, und dann können wir auch kein Kabel legen. Deswegen müssen wir die Rückbank ausbauen. Ja, alles klar, das haben wir erledigt. Dann können wir jetzt auch einen Sitz abschrauben vorne. Rückbank haben wir draußen. Fußleiste haben wir draußen. Jetzt müssen wir hier unten diese Kunststoffverkleidung noch ausbauen, wo der Motorhaubenöffner dran ist. Der ist ein bisschen tricky, wie man den rausbekommt. Da stellt man sich natürlich gerne mal die Frage, wie das funktioniert. Ich zeige euch das mal. Am besten habt ihr einen Schlitzschraubendreher. Und dann könnt ihr den Haubenöffner nach vorne aufspannen, hier hinten reingehen. Da so. Ja. Und dann könnt ihr hier hinten so einen kleinen Schnappi raushebeln. Zack. Da war er. Ja, der sieht so aus. Und jetzt könnt ihr mit ein bisschen Wackeln den Griff abnehmen. Und das Prinzip ist, dass der hier so drin sitzt und quasi hier wie so ein, ja, wie so eine Spannfeder auf diesem Ding halt drauf sitzt. Wenn ihr das montiert, dann müsst ihr den reinstecken und dann raufschlagen. Ja, so hält das Ding. Dann könnt ihr diese kleine Kappe hier abnehmen. Ich nehme die nochmal ab. Zack. Dann seht ihr dahinter so einen Kunststoffschlitz, Schraubendreher, Einsatz. Das könnt ihr dann halt rausdrehen und dann könnt ihr das ganze Teil nach vorne ziehen. Ja, also der Rest ist wirklich einfach. Ein bisschen fuchsig ist halt nur,
dieses Ding. Okay, wenn ich das Teil draußen habe, dann sind wir im Grunde auch schon so weit, dass wir das Stromkabel mit verlegen können. Ja, wenn wir den Verstärker einbauen wollen, müssen wir irgendwann auch mal Strom von der Batterie herholen. Unter der Motorhaube ist die Batterie, die meisten von euch werden es schon mal gesehen haben. Ich klebe mir immer ganz gerne in einen Kotflügel hier ab, damit ich da keine Macken reinhaue, wenn ich drüber gehe. Ihr könnt euch da gerne was drüber legen. So, wie kriegen wir die Batterie raus? Wenn wir hier mal reinleuchten, hier an der Seite sitzt normalerweise so ein kleiner Blechstreifen drin mit einer 13er Schraube befestigt. Ne, den könnt ihr einfach rausdrehen. Wir haben das jetzt hier schon mal gemacht. Und dann steht die grundsätzlich mal frei. Dann könnt ihr die beiden Batteriepole runternehmen. Die sind nur mit einer 10er Mutter geschraubt. Ne, die müssen auch nicht komplett abgeschraubt werden, die Muttern. Nur so ein bisschen gelöst, ja, dass ihr die hier abkriegt. So. Und jetzt kann ich die Batterie im Grunde auch schon herausheben. So. Der kommt auch mit weg. So. So sieht das jetzt aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir in den Innenraum? Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich leuchte mal hier hinten in die Ecke rein. Da ganz hinten in der Ecke. Da unten. Da. Mal gucken, sieht man das? Ja, so halb. Ja, so geht's. Da geht die Kabeldurchführung in den Innenraum herein. Da haben wir jetzt auch schon das neue Kabel durchgezogen und dann bis zur Batterie hochgezogen. Ihr seht es auch noch mal in unserer Anleitung ganz genau, wie das funktioniert. Ist an sich auch nicht so schwer. Ihr braucht im Grunde genommen nur einen ordentlichen, griffigen Schlitzschraubendreher, ein kleines bisschen Isoband oder irgendein anderes Tape. Ihr könnt auch Panzertape nehmen, dann wickelt ihr das Kabel daran und dann könnt ihr durch diese Tülle durchstoßen und dann seht ihr es im Grunde im Fußraum schon. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Ja, das zum Motorraum. Im Grunde kann die Batterie auch schon wieder rein. Für euch ganz wichtig, das war jetzt nur beispielhaft. In der Anleitung steht es auch nochmal explizit drin, bevor ihr anfangt einzubauen, Batterie bitte abklemmen als allererstes wegen Airbag-Fehlern ähnliches, dass ihr das wirklich vermeiden könnt. Und die Batterie auch wirklich erst unter Spannung wieder setzen, wenn alle Arbeiten erledigt sind. Okay, wir machen jetzt mal im Innenraum weiter. Neben dem Stromkabel brauchen wir natürlich halt auch noch Signalkabel. Wir sind mit dem Stromkabel mittlerweile so weit, dass wir es quasi von der Batterie schon im Innenraum haben. Jetzt macht es aber Sinn, weil ein Teilstück von den Signalkabeln und dem Stromkabel quasi über die gleiche Seite geführt wird, dass wir uns erstmal um die Signalkabel kümmern. Je nachdem, ob ihr jetzt ein Fahrzeug habt mit der Radioeinheit im Armaturenbrett oder der Radioeinheit im Handschuhfach, müsst ihr das Handschuhfach ausbauen oder nicht. Wir haben jetzt hier ein Fahrzeug mit der großen Discover Media Navigation ab Werk gehabt. Das heißt, wir mussten auch das Handschuhfach ausbauen. Ist aber nicht weiter wild, steht alles in der Anleitung, sind auch nur ein paar Torx-Schrauben. Und dann habt ihr das Ding in der Hand. Dann habt ihr quasi den originalen Quadlock-Stecker, den hier. Ja. Der sitzt quasi auf der Radioeinheit drauf. Da haben wir jetzt schon mal unseren neuen Kabelsatz, also quasi den Signalabgriff, der hängt hier schon drin. Und der Originalstecker, das ist der, der hat quasi hier mal drin gehangen. Der geht jetzt hier schon auf den Lautsprecherausgang des Verstärkers halt drauf. Wie wird es dann verlegt? Wir verlegen das Ganze dann quasi hier lang hoch, hinter, nennt jetzt mal den Radioschacht, auch wenn es jetzt in dem Fall kein Radioschacht ist, hinter dem Display herlang. Hinter dem Kombi-Instrument lang, ne? Da dann nach unten und da hinten in der Ecke neben der Fußablage, da seht ihr halt auch schon die Kabel, wie sie wieder ankommen. Ja? Und von dort gehen die dann hier unter der Fußleiste lang bis unter den Sitz. Macht euch bitte keine Sorgen, das sieht jetzt halt alles von der Demontage wilder aus, als es tatsächlich ist. Also ihr braucht wirklich kein Spezialwerkzeug. Wenn ihr einen Schlitzschraubendreher, einen Torx T20 habt, dann könnt ihr im Grunde alles das hier jetzt auseinandernehmen und es steht in der Anleitung wirklich ganz explizit, wie es gemacht wird. Da braucht ihr euch wirklich keine großen Gedanken machen. Und wie schon gesagt, ne, wenn ihr eine kleine Radioversion habt, dann habt ihr sowieso alle Anschlüsse hier oben. Dieser Part würde dann entfallen. Zum Glücklichsein fehlt uns, ne, also wir haben Strom, wir haben jetzt Signal. Was fehlt uns noch? Eine Masseleitung. Da zeige ich euch jetzt mal, wo wir die genau anschließen. Die gute Nachricht bei so einem Volkswagen ist ja, wenn ihr Masse braucht, irgendwo in der Nähe ist garantiert immer ein Massepunkt. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche bei Volkswagen. Unterm Sitz direkt ist keiner.
oder beziehungsweise zumindest keiner, den man direkt sehen kann, ist aber nicht schlimm. Die Fußleiste muss ja eh ab. Und wenn man jetzt hier mal den Teppich ein bisschen liftet, seht ihr das? Da? Das ist der Massepunkt, der am nächsten dran ist. Man könnte einfach abdrehen, auch mit einer 10er Mutter. Wir haben die neue Masseleitung da jetzt halt auch schon mal mit draufgeschraubt. Na, und das Ding wird dann halt mit allen anderen Kabeln dann halt auch mit unter den Sitz verlegt. Warum nehmen wir originale Massepunkte und nicht zum Beispiel die Schraube von der Sitzbefestigung? Dieser Punkt ist mit hundertprozentiger Sicherheit entstört von Volkswagen. Ansonsten säße halt diese ganze Peripherie nicht dort unten drauf. Deswegen brauchen wir uns da wirklich keine großen Gedanken machen. Und am Sitz ist von der Montage immer doof. Ihr tut halt irgendwas runterknipseln und dann Sitz draufstellen, Schraube dann von oben durch, das ist alles scheiße. Hier habt ihr es halt einmal erledigt und dann könnt ihr die ganzen anderen Sachen genauso befestigen, wie es denn eigentlich soll. Ja, genau. Ne? Also wir zeigen euch jetzt nochmal, wie es unterm Sitz genau aussieht. Der ist ja mittlerweile locker. Und dann sind wir schon fast so weit, dass wir einen Verstärker anschließen können. So, den Sitz haben wir losgeschraubt. Ihr müsst den nicht komplett aus dem Auto herausnehmen. Also macht euch um den Airbag keine Gedanken. Ihr müsst das Airbag-Modul im Sitz müsst ihr nicht abstecken. Das reicht so wie jetzt, dass der Sitz halt einfach abgeschraubt ist und nach hinten weggeklappt ist. Dann kommt ihr weit genug ran, weil wir wollen ja den Verstärker unter den Fahrersitz bauen. Und Volkswagen ist ja schlau. Die haben für Erweiterungen, ne? Man sieht das jetzt hier, der Teppich ist hier quasi perforiert. Hier an der Seite ist er auch perforiert. Da sieht man das so ein bisschen, da. Das sind quasi alles so Öffnungen, die für eventuelle Zusatzausstattungen halt bereits vorgesehen sind. Die wollen wir natürlich nutzen. Wir nehmen die große Öffnung hier. Ja. Ich nehme das Ding nochmal dazu. Man kann das Ding dann wirklich wegklappen. Ja. Und hier drin, so, liegt quasi einmal noch so ein, ja, was ist das? Ein Filz, irgendein Filz. Ja, der ist auch vorperforiert. Ne? Den könnt ihr einfach rausnehmen und dann habt ihr eine riesengroße Öffnung an der Stelle. Und da können wir dann wieder unsere Kabel rauskommen lassen. Na, zuppelt das mal raus. So, zack. Na, jetzt haben wir hier unsere Kabel. Jetzt können wir das Ding wieder so zuklappen. Und so könnt ihr es im Grunde auch wieder zurückrüsten. Ne? Das heißt, wenn ihr es nicht mehr braucht, dann könnt ihr einfach die Klappe wieder hochmachen, Kabel alle ausfädeln, meinetwegen das Ding wieder einsetzen, Klappe wieder zumachen, fertig und keiner wird was sehen. Ja, ne? Also die Kabel sind jetzt auch schon soweit dann da. Das heißt, wir können jetzt schon mal den Verstärker anschließen, ersten Probelauf machen, ob wirklich alles funktioniert. Ja, da ist er, unser neuer Verstärker. Audison AP4.9-Bit. Ne? 4 für 4 interne Kanäle, 9 für 9 prozessierte Kanäle. Das heißt, theoretisch könnt ihr auch noch sehr individuell mit dem Gerät upgraden. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns am besten einfach eine E-Mail. Ihr seht, alle Kabel, wie wir es halt vorher gesagt haben, gehen in die Originalkabeldurchführung und sind dann halt auch sofort weg. Und nach vorne hin habt ihr wirklich nur das schwarze Ende von dem Verstärker. Das Ding ist komplett aus Druckguss gefertigt. Das heißt, wenn da mal ein Fuß gegenkommt, was halt eh schon unwahrscheinlich ist, oder Schmutz, ist völlig egal, das macht dem Gerät nichts. Das einzige Kabel, was ihr jetzt hier noch so rumwobbeln seht, das ist unser USB-Kabel, was wir für den Laptop-Anschluss brauchen. Das müsst ihr später natürlich nicht anschließen, weil die Software drauf ist, wenn ihr den Verstärker bekommt. Ja, so viel zu dem Setup. Das heißt, wir sind jetzt soweit. Ne? Wir haben die Lautsprecher drin, wir haben den Verstärker drin. Wir haben die grundsätzlichen Thematiken, wie das Originalradio eingemessen aussieht, euch gezeigt. Und jetzt können wir uns dran setzen und das Fahrzeug wirklich mal total einmessen. Wenn wir ein paar Lautsprecher neu einbauen wollen im T-Roc, bleibt es nicht aus, dass die Türverkleidung runter muss. Was brauchen wir dafür? Alles an Werkzeug. Eine Lampe wäre gut, Handylampe tut auch. Ihr braucht einen 10er Maulschlüssel oder Ringschlüssel, ein Torx T30 und idealerweise, wenn ihr es denn habt, Kunststoffkeile. Einen kleinen und einen großen wäre gut. Wenn ihr das nicht habt, nehmt ein Küchenmesser, klebt die Klinge mit Panzertape ab. Funktioniert auch. Wo sind die Schrauben? Zeigen wir euch. Ich mache mal ein bisschen Licht. So. Wir haben einmal hier oben haben wir eine kleine Klappe. Wenn ihr die rausfloppt, dann habt ihr dahinter eine T30-Schraube. Dann haben wir hier diesen großen Griff, das Griffteil. Das könnt ihr mit einem Kunststoffkeil abhebeln.
Das klingt sehr knökelig, ich sag's mal freundlich, aber es geht wirklich nicht kaputt. Braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ne? Ich fange immer hier unten an der Stoffkante an, weil man da, ne, das ist hier so ein bisschen soft, da, so. Da kommt man mit dem Keil halt schön rein und man kann halt keine Macken reindrücken. Wenn das Ding ab ist, dann seht ihr dort eine Schraube, ist auch eine T30, dort. Und hier drunter, dort, da ist nochmal so ein Loch, das ist auch nochmal eine T30. Das sind die drei Schrauben gewesen. Dann braucht ihr den Maulschlüssel, den 10er Maulschlüssel. Ich kriege mal hier so ein bisschen runter. Und dann sieht man hier, da sieht man so einen Kunststoff-Schnappverschluss. Den müsst ihr um 90 Grad drehen, dass quasi diese ovalen Nasen zu dem ovalen Loch korrelieren. Das ist quasi die Halterung für unten. Dann habt ihr im Grunde alles gelöst. Dann müsst ihr nur noch mit einem Kunststoffkeil die Tür runterbekommen. Ich fange meistens mit einem kleinen Keil an. Steck mir den erstmal hier irgendwo dazwischen, ja, so dass das ein bisschen sich weitet. Dann gehe ich mit einem etwas größeren Keil rein. Jetzt habt ihr schon so ein bisschen Klacken hören. Das wird wahrscheinlich schon der erste Clip gewesen sein. So. Und dann, zack. Kräftig ziehen. Es ist wirklich stramm, wie ihr seht. So, das haben wir auch. Dann können wir uns den kleinen Kunststoffkeil wieder nehmen. Die Tür nach oben abheben. So, zack. So, jetzt sehen wir hier vor der Rückseite den Türöffner. Da ist hier so ein kleiner Schnapper dran. Den könnt ihr nach hinten drücken. Ne? Seht man das? Da so. Und wenn man den nach hinten drückt, dann kann man das ganze Element so abnehmen. Und dann habt ihr im Falle von Volkswagen nur noch einen zentralen Steckverbinder für die ganze Tür. Da kann man hier auch so draufschnappeln, den entriegeln. Und dann haben wir die Tür schon beiseite genommen. So. Es kommt vor, dass diese Kunststoffclips, dass die im Blech mitbleiben. Die könnt ihr dann aber wirklich einzeln herausziehen und wieder in die Tür stecken. Normalerweise ist das alles eine sehr valide Technik. Ich würde vielleicht nicht anfangen, die Türverkleidung abzunehmen, wenn es draußen minus 10 Grad sind. Kunststoff wird dann natürlich spröde. Deswegen schaut, dass es das halt bei normalen Raumtemperaturen macht, also im Idealfall 10 Grad aufwärts. Das wäre schon gut. Ne? Und jetzt sehen wir hier auch schon unseren serienmäßigen Tieftöner. Ne? Das ist schon eine Stufe besser wie die kleinsten Versionen, weil das Fahrzeug Hochtöner hat. Ist genietet, das heißt, das Ding müssen wir jetzt erstmal nochmal runter poppen vom Fahrzeug. Und dann können wir auch schon langsam anfangen, die Türverkleidungen zu dämmen. Ja. Ja, Türfahrerseite, Außenblatt haben wir gedämmt. Man sieht hier Alu-Tür, 2,2 mm dick, vollflächig aufgetragen. Wenn ihr das Set mit inklusive Türdämmung bestellt, dann bekommt ihr das Material halt auch so in der ausreichenden Menge, dass das mit den Türen passt. Und hier unten, man sieht das schon, das ist schon der neu montierte Ring. Hier diese M5-Schrauben, diese vier Stück, die korrelieren mit exakt den Löchern, die vorher quasi für die Nietbefestigung da waren. Und hier habe ich auch schon mein neues Lautsprecherkabel rauskommend, was hier oben quasi auf den Originalstecker drauf geht. Ne, und dann geht es hier einmal so rum in dieser Fassung bis zu der Originalgummitüllendurchführung und dann hier rein, sodass hier oben halt nichts gebohrt werden muss oder sonst was. Jetzt montieren wir quasi erstmal den Lautsprecher und machen die Kunststoffverschlussplatte wieder rein. Und dann dämmen wir nochmal auf dem Mitteltürblatt, bevor es dann Richtung Türverkleidung geht. Aber was jetzt natürlich schon auffällig ist, ne, wenn ich jetzt mal diesen Lautsprecher nehme, das ist halt der neue und das der alte, das schon von der Größe her ein Unterschied. Lautsprecher, das ist so ähnlich wie mit Pizzen. Du bestellst eine 24er Pizza, du bestellst eine 30er Pizza und du hast das Gefühl, naja, so viel größer ist sie ja gar nicht. Wenn du das aber anfängst in Quadratzentimetern umzurechnen, dann wird dir schnell klar, alles klar, die 30er ist 50% größer. So ähnlich ist das mit 20er Lautsprechern und 16er Lautsprechern auch. Wenn man das in Prozenten betrachten würde, heißt das, dass der hier 50% mehr Membranfläche hat als ein 16er Lautsprecher. Was also in Summe bedeutet, ein 16er, zwei 16er im Vergleich zu zwei 20er, hieße eigentlich hast du vorne
drei 16er drin, wenn wir das über die Membranfläche betrachten. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt, warum unser System deutlich besser im Bassbereich funktioniert, auch ohne Subwoofer. Ne? Nur mit dem Unterschied, dass bei uns der Montageaufwand deutlich kleiner ist, weil keine Kabel nach hinten müssen. Ja, okay, also ich mache mal so ein bisschen weiter. Ne? Ihr habt einen kleinen Überblick. Und nächster Step ist, dass wir euch einmal ganz kurz zeigen, wie die Tür mit montiertem Lautsprecher dann aussieht. So, Mitteltürblatt haben wir auch gedämmt. Ne? Alubutyl drauf. Die Kabelstränge und die Steuergeräte, das lassen wir immer frei. Einfach aus Wartungsgründen. Ne? Wenn da wirklich mal einer ran muss, das ist halt immer scheiße, wenn du das halt alles wieder runterpopeln musst. Um den Tieftöner herum kommt nochmal so eine Schaumstoffsicke. Die koppelt quasi an die Türverkleidung ordentlich an, sodass wir keinen Schallversatz in die Türverkleidung dran haben. Das heißt, mit der Tür sind wir jetzt durch. Ich mache jetzt quasi Copy-Paste auf der anderen Seite. Und dann können wir uns die Türverkleidung mal ganz genau anschauen. Hecklautsprecher ist somit bei den Lautsprechern jetzt die letzte Option, die wir noch machen können. Beim T-Roc gibt es ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr habt welche oder nicht. Bei dem, weil der hat Discover Media Navigation, der hat Hecklautsprecher. Was T-Rocs nie haben, sind Hochtöner hinten. Die arbeiten hier hinten mit so einem Breitband-Chassis. Ja? Also der soll quasi den kompletten Frequenzbereich wiedergeben. Von der Türverkleidung her ist es genauso wie vorne gemacht. Also ihr habt diese drei T30-Schrauben und unten nochmal einmal den Zapfen, den ihr halt drehen müsst. Und dann könnt ihr die Türverkleidung runternehmen. Hier ist jetzt noch nicht gedämmt, das machen wir gleich auch nochmal. Und das Chassis ist halt auch wieder gebohrt, genietet und ihr müsst es runterbohren. Wir haben quasi das hier dann als Ersatzchassis. Und wenn ihr euch den jetzt genau anguckt, ganz speziell im Vergleich zum Originalchassis, wir haben hier einen Hochtöner drin. Das heißt, es ist kein Breitbandlautsprecher, sondern Zwei-Wege-Koaxiallautsprecher mit richtigem Hochtöner hinten drin. Warum keinen abgesetzten Hochtöner? Damit ihr die Türverkleidung nicht beschädigen müsst. Ne? Ansonsten müsstet ihr irgendwo ein Loch reinbohren, dann den Hochtöner da reinsetzen. Ist alles halt natürlich auch nicht rückrüstbar und ein deutlich höherer Montageaufwand. Hier haben wir halt ein Modul, das könnt ihr anbauen, fertig. Ja, das zu der Tür. Wie schon gesagt, wir dämmen jetzt halt das hintere Pärchen halt nochmal. Und dann gucken wir mal im direkten AB-Vergleich, wie das dann halt vom Sound her im Vergleich zum Originallautsprecher ist. Falls ihr hinten keinen Lautsprecher haben solltet, dann habt ihr leider auch keine Kabel. Hier in der Kabeldurchführung in die Tür, da habt ihr einen Systemstecker. Da haben wir euch aber Kabelbäume vorbereitet, die ihr dort halt auch einpinnen könnt. Das ist vom Aufwand her natürlich halt mehr, gar keine Frage, weil ihr halt Kabel bis zur Radioeinheit verlegen müsst. Aber es ist halt, wenn ihr Hecklautsprecher haben wollt und ihr hattet noch keine, leider die einzige Möglichkeit. Aber auch an der Stelle keine Bange, wir nehmen euch bei der Hand. In der Anleitung steht es wirklich auch da nochmal Schritt für Schritt bei, wie ihr das Kabel genau dort halt einpinnen könnt. Ja, so viel dazu. Die Türverkleidung müssen wir natürlich auch noch dämmen, haben wir gesagt. Reines Alubutyl wäre schlecht, weil wir zwar mit Alubutyl die Türen gut versteifen können, aber wir wollen sie ja nicht nur versteifen, die Verkleidungen, wir wollen ja auch, dass sie weniger Rappelgeräusche produzieren. Das heißt, wir wollen sie nicht nur dämmen, sondern auch dämpfen. Das ist die Fahrertür vorn, ungedämmt. Also wirklich komplett naked, so wie sie Volkswagen liefert. Bei anderen Volkswagen sehen wir wenigstens hier nochmal so einen Stofflappen oder sowas draufgesetzt. Das ist beim T-Roc leider überhaupt gar nicht der Fall. Pures Hartplastik. Das ist jetzt die Tür Beifahrerseite vorne, bereits gedämmt. Jetzt seht ihr hier schon, das Material sieht ein bisschen anders aus, wie das, was ihr auf dem Türblatt auftragt. Weil wenn ich hier so ein bisschen drücke, seht ihr das? Ja, ich habe da so einen soften Effekt drauf, weil das nicht einfach nur Alubutyl ist, sondern es ist ein Mixwerkstoff. Wir haben einmal 0,8 mm Alubutyl-Grundlage zum Versteifen und darauf aufgespritzt ist ein 3 mm starkes Neopren. Das sorgt dann für die Dämpfung. Wir geben euch immer genug mit, dass ihr wirklich zwei Türverkleidungen komplett machen könnt, beziehungsweise wenn ihr das große Set bestellt mit Hecklautsprechern dabei, kriegt ihr das Ganze viermal, ne, für vier Türverkleidungen. Die Beifahrerseite ist komplett fertig, die kann im Grunde schon wieder rein ins Auto. Auf der Fahrerseite, weil wir euch ja auch eingangs schon gesagt haben, wir haben ein relativ gut ausgestattetes Auto, müssen wir uns nochmal den Thema schalterelektrische Heckklappe genau anschauen. Das ist von der Rückseite der Kollege hier. Ja, da seht ihr, der baut schon brutal tief. Und da müssen wir noch mal ein bisschen was mitmachen, damit
unser neues 20 cm Lautsprechersystem passt. So, Türen hinten gedämmt. Wir zeigen es euch jetzt mal auf der Beifahrerseite. Hier auf dem Mittelblatt ist es halt wieder eindeutig, ne, wo ihr das Alubutyl überall seht. Das Außenblatt ist natürlich auch gedämmt. Wenn wir hier so ein bisschen reingucken, dann sehen wir das noch, ne, dass da unten so ein bisschen das Alubutyl durchschimmert. Und direkt hinter dem Lautsprecher ist noch so ein Schallabsorber montiert. Hier sind wir jetzt soweit, dass wir einen Lautsprecher schon montieren können. Auf der anderen Seite sind wir das auch. Und dann auch da wieder das gleiche wie bei den Türen vorne. Türverkleidung selber, kommt ein Aero Multi drauf, was wir euch ja im Video schon mal gezeigt haben. Und dann sind wir hier hinten an der Stelle auch fertig. So, und da sehen wir jetzt hier, Türverkleidung halt auch komplett gedämmt mit allem drum und dran. Und wir haben auch schon mal den Knopf versetzt für die Heckklappenöffnung. Ne, der sitzt jetzt hier. Vorher hat er da oben gesessen. Da baue ich jetzt gleich nochmal ein kleines Abdeckplättchen drauf, was halt dann ordentlich aussehen soll. Und dann sind wir im Grunde auch schon vorne wieder so weit, dass wir beide Lautsprecher reinsetzen können. Türverkleidung drauf. Ersten Testlauf, ob denn auch wirklich tatsächlich alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Um die Hochtöner zu tauschen, beziehungsweise um die Hochtöner einzubauen, die neuen, muss die A-Säule einmal raus. Was verbrauchen wir dafür an Werkzeug? Wieder, wenn es geht, ein Kunststoffkeil oder das abgeklebte Küchenmesser. Habt ihr mittlerweile gelernt, was immer gut ist? Licht. Dann braucht ihr einen wirklich großen, kräftigen, handlichen Schlitzschraubendreher. Und wenn es geht, einen kleinen Schlitzschraubendreher. Muss nicht unbedingt so ein Uhrmacherschraubendreher sein, reicht auch eine normale kleinste Größe. So, wenn wir jetzt die A-Säule runternehmen, fangen wir quasi oben an. Wir gehen hier an der Kante rein mit dem Dann brauchen wir den Schlitzschraubendreher und ein bisschen Licht. Ich leuchte jetzt mal hier so ein bisschen rein. Ihr seht jetzt hier das Airbag-Modul. Das ist quasi der vorgehängte Airbag. Dahinter ist ein sehr stramm sitzender Clip. Jetzt können wir hier so ein bisschen rein. So, die Säule ganz abziehen. So, jetzt ist natürlich Volkswagen auch so schlau und macht das Hochtönerkabel hier unten natürlich halt auch extrem kurz. Ja. Da habt ihr quasi einmal hier auf der Seite eine Entriegelung und auf der anderen Seite auch nochmal. So, zack. So, und jetzt könnt ihr sie abnehmen. Und jetzt sieht man auch das Prinzip. Ne? Also man hat hier jetzt quasi diese Bolzen. Unten ist ein ganz normaler. Und auf den anderen beiden Höhen, da ist ja quasi nochmal so ein Vordach. Das heißt, es gibt zwei Entriegelungsebenen. Hier, der steckt hier oben noch im Blech drin. Den kann man dann quasi einfach nach oben rausziehen. Das ist halt quasi dann bei der Demontage aus den Autos heraus der Trick. Aber gerade der obere, der sitzt wirklich verdammt brutal. Einfach nur mit Ziehen nach vorne, eigentlich keine Chance. Da werdet ihr wahrscheinlich irgendwann einfach nur diesen Zapfen abreißen. Deswegen sucht euch diesen Ansatzpunkt, hebelt mit dem Schlitzschraubendreher, ihr könnt da auch nicht wirklich was kaputt machen. Und wenn ihr das den ersten entriegelt habt, dann kommt der Rest dann von ganz alleine. Ja, das ist halt Thema A-Säule bei diesem Auto. Ich nehme jetzt mal diesen Hochtöner komplett runter und zeige euch, wie wir den neuen Hochtöner montieren. So, wenn wir uns die A-Säule mal von hinten anschauen, da sehen wir jetzt hier den Original-Hochtöner und da ist so eine große Kunststoffplatte um das Ding drum. Wir haben uns dazu entschieden, in der neuen Version diese Platte so anzubieten und nicht nur diese kleine Drei-Stern-Aufnahme, was theoretisch reichen würde. Warum? Wenn ihr keinen Hochtöner habt im T-Roc, dann habt ihr diese Kunststoffplatte auch nicht. Die spart sich VW dann nämlich komplett. Deswegen bieten wir das so an. Wenn wir die alte runterbekommen wollen, es gibt halt diese Kunststoffschweißnähte. Ich trenne immer die unteren mit einem Cuttermesser ab. Dann kann ich hier mit einem Schraubendreher schon reinhebeln. Und dann kann ich das ganze Ding quasi so herunterhebeln. Unser neuer Hochtöner sieht dann so aus.
Na, da seht ihr schon, die Montageplatte hat schon verdächtig viel Ähnlichkeit. Die kann ich dann hier postieren. So. Und jetzt in unserem Falle über diese Schlitze, wenn sie so liegt, mit Heißkleber oder mit Silikon oder meinetwegen auch klebendichtet befestigen. Wenn ihr keine Hochtöne habt, dann habt ihr da sehr hohe Stege stehen. Das heißt, ihr könnt das Ding einfach raufführen, den Steg mit einem kleinen, mit einem Feuerzeug halt heiß machen beispielsweise oder mit einem Heißluftföhn und dann mit einem Hammerstiel beispielsweise platt drücken. Das ist dann halt die ideale Art der Befestigung. Ja, der Vorteil bei der Platte ist, egal ob ihr jetzt Hochtöne habt oder nicht, ihr könnt halt unser Set so in der Form immer montieren. Ich klebe das Ding jetzt einmal ein, dann füllen wir das nochmal kurz ab, damit ihr seht, wie das aussieht. Wir haben, wenn wir mal genau reinschauen hier, ne, unten an der A-Säule, ich habe es da schon mal reingeklebt, das ist eine kleine Frequenzweiche, ne, die könnt ihr einfach dort halt postieren. An der Frequenzweiche ist das quasi das Gegenstück zu dem Fahrzeug dran. Das können wir hier einfach aufstecken. Ja, dann kann das hier so ein bisschen verschwinden. Und dann haben wir hier noch einmal eine neue Steckverbindung für den neuen Hochtöner. Stecken wir mal hier mit drauf. So. So. Na, jetzt habt ihr das alles dran. Jetzt kann die A-Säule wieder montiert werden. Ne? Also sprich das Kabel hier rein. Unten in die Führung. Ja. Des Elektrikers Freund, das Kabel. So. Ein bisschen auf die Dichtung hier aufpassen. So. Und dann kann man von außen meistens immer noch mal ganz gut sehen, ob man die Fassungen erwischt. Okay. Na komm schon. Einer passt noch nicht. Nochmal gucken. Da ist auch. So. Jetzt hat es Klick gemacht. Hier oben wieder die Dichtung. Rüberfusseln. Und das war's. A-Säule ist dran. Ja, sieht doch schon wieder aus wie ein Auto, würde ich sagen. Dann kommen jetzt wieder die spannenden Passagen am Laptop dran. So, wir haben mal ein bisschen gemessen. Ich versuche euch das noch mal zu verdeutlichen. Ich mache hier noch mal ein paar Fenster auf. Da. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, das ist der Frequenzgang des Originalradios gewesen, der akustische Frequenzgang, ohne Korrekturen, einfach nur am Radio ohne Verstärker. Jetzt sieht das so aus. Ja, jetzt seht ihr hier zum Beispiel, kein Buckel mehr da, das Ganze orientiert sich schön an dieser türkisenen Linie, sieht insgesamt viel, viel schöner aus. Ich mache nochmal hin und her. So, alt. Auch viel zu viel Hochton. Neu. Alt. Neu. Wie erreichen wir das? Das machen wir halt am Ende mit diesem wunderschönen Programm. Also das ist jetzt quasi den Verstärker schon, den ihr jetzt seht. Hier können wir halt die Equalizer-Bänder einstellen. Da sehen wir hier Korrekturen im negativen wie im positiven Bereich. Das quasi für die vordere Sektion, hintere Sektion sieht so aus. Hier kann ich die Filter einstellen, ich kann die Laufzeit einstellen, ich kann den Pegel einstellen. Und hier sehen wir quasi grafisch unser System in dem Fahrzeug mit unserer aktuellen Messposition. Ja, wie klingt das Ganze? Ich kann ja mal ein bisschen Musik machen. Jawohl, jawohl, das ist schon eine ganze Spur besser wie vorher. Pegel, Dynamik, Bass, mal Bühne halt auch.
und wirklich auch richtige Hochtontransparenz. Das heißt nicht einfach nur einen kreischenden Hochton, wie das vorher der Fall war, sondern wirklich einen richtig schönen, klaren, perlenden Sound. Leider können wir euch das natürlich mit dem Mikrofon nicht in Gänze wirklich zeigen, beziehungsweise eure Lautsprecher, die ihr vielleicht am Rechner oder am Fernseher zu Hause habt oder vielleicht auch nur am Telefon, würden es halt eh nicht am Ende richtig rüberbringen. Schade, schade. Wer es wirklich genau wissen will, mit dem können wir auch gerne mal eine Hörprobe vereinbaren. Ja, das soll es von mir gewesen sein zum Thema Plug-and-Play-Soundsystem im Volkswagen T-Roc. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert uns fleißig und dann sehen wir uns im nächsten Video.